Problem. Goldbarren ein paar herstellen. Nice. Und das war's. Und die Schmiedemützen. Und wir stellen jetzt Schmuck her. Und zwar eine goldene Diamanthalskette. Die bringt gut was. Und ein goldener Diamantring. Der bringt auch ganz gut was. Und warte, was haben wir noch? 500. Ich weiß nicht, wie ihr das ertragen könnt. Ein Smaragdring, ein goldener. Okay, gut. Ja, Licht ist so was Schönes, ne? Ach ja, ich wollte noch mal gucken, ob ich dädrische Sachen noch ein paar schmieden kann. Eben eher zu kann das Dädra. Den irgendwie sind. Kriegsachs, Panzer und zwar habe ich schon. Rüstung, dafür zu viel mir eben Erzbarren. Dädrischer Bogen ist natürlich auch sehr, sehr geil. Und einen dädrischen Helm, den will ich natürlich auch noch haben. Zack. Dädrischer Helm hinzugefügt. Awesome. Ja, ich glaube, mir fehlen aber immer noch jetzt eben Erzbarren. Ich werde erstmal. Die Göttlichen sind euch. Habe ich hier eben Erzbarren? Das würde mich ja mal interessieren. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Schnauze. Wäre vielleicht genau das Richtige für euch. Habe ich hier eben Erzbarren drin? Ich glaube nicht. Na, Eisenbahn. Na, toll. Nee, habe ich also nicht. Okay, habe ich hier. Ich nehme einen Stahlbarren raus. Die brauche ich nämlich. Und packe meine ganzen dädischen Sachen hier rein. Okay, und die Erzmagierrobe auch. Und dann kann ich wieder viel mehr tragen. So, was wollte ich jetzt noch? Jetzt wollte ich noch die Armbrust verbessern. Genau. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. So, das geht. Ja, das geht. Auf 83 könnten wir die jetzt verbessern. Okay, aber da mir das zu wenig ist, nehme ich mal einen Zaubertrunk des Schmiedens. Und zwar eine Essenz müsste das sein, genau. Essenz des... Was ich denn habe, ich weiß ja nicht, ich bin mir nicht sicher. Essenz des Waffenschmieds, genau. Geil. Okay, und jetzt Mega-Verzauberung. Und 88. Na gut, ist jetzt nicht so viel besser, aber wenigstens ein bisschen. So, und jetzt können wir mal die Waffen hier austauschen. Und zwar den Ebenerzbogen mit 62 können wir mal von den Favoriten entfernen. Und die Armbrust hinzufügen. Und haben dann unsere Armbrust hier im Anschlag. Auch schön, dann werden wir in Zukunft mit einer Armbrust rumlaufen. Und jetzt werden wir mal die gute Serana nach Hause geleiten. So wie das ein echter Gentleman macht. Zack. So, Serana, jetzt sag uns doch mal, wo du hin musst. Ach, da hinten. Ist ja auch gar nicht weit weg oder so. Na gut. Auf zur Kiefermondhöhle. Und auf zu Serana nach Hause. Da längs. Falls wir hier einen Gegner sehen, können wir den gleich mal unsere neue Armbrust zeigen. Ich habe bisher, glaube ich, in Skyrim noch nie mit einer Armbrust geschossen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist jetzt das erste Mal. Aber irgendwann ist es immer das erste Mal. Ist auf jeden Fall eine Höhle, aber da wollte ich gar nicht hin. Aber die können wir uns ja schon mal markieren. Ist bestimmt noch wichtig. Höhle des verlorenen Echos. Okay. Nee. Ich habe gerade kurz überlegt, gehen wir rein, aber wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Wir müssen die gute Serana nach Hause geleiten. Das steht jetzt an oberster Stelle. Durch die eisige Tundra von Tamriel. Von Himmelsrand. Da kämpfen zwei gegen einen Schneetroll und der Troll hat verloren. Hoch. Woher seid ihr gekommen? Mann, das ist voll ungewohnt, damit zu schießen irgendwie. Ganz komisch.
Ja, noch eine Höhle. Yay. Und hier noch so eine abgefackelte Ruine. Eine Höhle. Die Tiefensturzhöhle. Ja, das war ein tiefer Sturz gerade. Da hinten sehen wir schon als Silhouette die Insel, von der Serana kommt. Und zu der sie wieder hin muss. Wir helfen ihr natürlich dabei. Denn wir sind recht nett. Aber ich sehe keine Gegner. Ich würde ja gerne die Armbus noch ein bisschen mehr ausprobieren. Aber gut. Wenn es halt nicht sein soll, soll es halt nicht sein. Jetzt könnten wir natürlich hier das nochmal markieren. Wo bist du? Vorsichtig. Ist ja gut. Was bist du denn für einer? Halt! Diese Information ist geheim. Und jetzt geht weiter. What? Okay. Ich würde ja schon gerne rein, ne? Aber, ja, machen wir auch nicht. Gehört nicht zum DLC. Machen wir nicht. Wir hier nicht eure Zeit verschwenden, sondern wir euch nur das DLC zeigen. Sag doch, die Ambus schießt ganz, ganz komisch. Da ist es, da hinten im Norden. Ja, es sieht. Ah, du kommst jetzt rein. Ich geh jetzt. Tschüss, ich geh ohne dich. So. Packen mal vorsichtshalber die Ambus erstmal weg. Kann ich nicht wissen. Zum nächsten Part bin ich denn vielleicht schon Full Dedra. Mal gucken. So, was ist hier los? Lass mich rein, du Arsch. Du Arsch, mach auf. Ich habe hier Dings dabei. Also, bevor wir da reingehen, ich möchte euch dafür danken, dass ihr mich so weit gebracht habt. Aber wenn wir erst einmal da drin sind, werde ich für eine Weile auf eigene Faust weiterziehen. Okay. Ich denke schon. Ich weiß, dass eure Freunde vermutlich jeden hier drin gerne umbringen würden. Ich hoffe, dass ihr euch etwas mehr zügeln könnt. Kein Problem. Wenn wir einmal drin sind, seid für eine Weile ruhig und lasst mich die Führung übernehmen. Lady Serana ist wieder da. Öffnet das Tor. So wie ich es verstehe, ist Lady Serana schon sehr lange verschwunden. Das muss also das wunderschöne Wetter von Himmelsrand sein, von dem ich immer gehört habe. Ja, komm, jetzt weniger quatschen, mehr Action. So, was ist jetzt los? Was geht ab? Hallo? Aha. Wie könnt ihr es wagen, hier einzudringen? Moment. Serana? Seid ihr es wirklich? Ich traue meinen Augen nicht. Ja, ja. Jetzt halt die Schnauze. Mein Fürst, alle zuhören. Serana ist zurückgekehrt. Ich denke, ich werde erwartet. Ja. Das kann ich nicht glauben. Ey, was los? Mann. Meine lang vermisste Tochter ist endlich zurückgekehrt. Mit meiner Schriftrolle der Alten, die ich annehme. Nach all den Jahren ist das die erste Frage an mich? Ja, ich habe die Schriftrolle. Natürlich bin ich erfreut, euch zu sehen, meine Tochter. Wisst ihr es nicht? Muss ich es wirklich sagen? Ach, wäre eure verräterische Mutter nur hier. Ich würde sie dieses Wiedersehen beobachten lassen und dann ihren Kopf auf einen Pfahl spießen. Nun verratet mir, wen ihr da in unsere Halle mitgebracht habt. Dieses sterbliche Wesen hat mich gerettet und befreit. Ich bin euch für die sichere Rückkehr meiner Tochter zu Dank verpflichtet. Sagt mir, wie heißt ihr? Ich bin der Kato. Wer seid ihr? Ich bin Harkon, Fürst dieses Hofes. Inzwischen wird euch meine Tochter erzählt haben, was wir sind.
zurückgezogener Kannibalenkult. Ihr seid Vampire. Nicht irgendwelche Vampire. Wir gehören zu den ältesten und mächtigsten Vampiren von ganz Himmelsrand. Wir lebten hier jahrhundertelang, frei von allen weltlichen Sorgen. Doch damit war es vorbei, nachdem ich meine Frau betrogen und das gestohlen hatte, was mir am meisten bedeutete. Und was geschieht jetzt? Ihr habt mir einen großartigen Dienst erwiesen. Und nun müsst ihr eine Belohnung erhalten. Ich kann euch nur ein Geschenk anbieten, das dem Wert einer Schriftrolle der Alten und dem meiner Tochter ebenbürtig ist. Ich biete euch mein Blut an. Nehmt es und bewegt euch wie ein Löwe unter den Schafen. Die Menschen werden erzittern, wenn sie euch sehen. Und ihr werdet den Tod nie mehr fürchten. Das Problem kenne ich. Dann werdet ihr Beute sein, wie alle Sterblichen. Ich werde euer Leben dieses eine Mal verschonen, aber ihr werdet aus dieser Halle verbannt werden. Vielleicht seid ihr noch nicht ganz überzeugt. Seht die Macht! Ist sie schlecht? Oh. Dies ist die Macht, die ich euch anbiete. Nun trefft eure Entscheidung. Nein, danke. So sei es. Ihr seid Beute, wie alle Sterblichen. Hinweg mit euch. Tschüss. Hey, ich will doch gehen. Okay. Ich werde weggebeamt. Okay, fertig. Kannst du mir... Achso, okay. Zurück nach Hause. Also zur Dämmerwacht. Was er sagt. Und gucken, was so geht. Schnellreise for the win. Yay! Wo ist jetzt... Ah, hier. Ja. Irgendwie die Karte nicht weiter. Karte! Karte, was tust du? Warum komme ich nicht zur Dämmermacht? Ach ja. Alter, die Karte will mich nicht zur Dämmermacht lassen. Karte! Warum tust du mir das an? Hallo. Alter. Komm halt echt nicht zur Dämmermacht, ne? Okay, reisen wir erstmal hier hin. Ja, genau. Diese unfassbar dumme Schlammkrabbe oder wie? Das wäre jetzt mein Freund. Das war mein Freund. Ich glaube, er wurde gehackt. Einmal über ganz Skyrim gescrollt. Scrolling. Es geht immer noch nicht. Natürlich nicht. Warum auch? Wäre ja Quatsch. Alter, es kotzt mich langsam an. Welche Feinde denn bitte? Sind noch mehr Schlammkrabben oder was? Es gibt hier keine Feinde. Geht's hier baden und zeigt euch, dass es keine Feinde gibt. Seht ihr? Keine Feinde. Also geh, wenn ich auf die Eier. Schnellreisesystem. Wenn hier Feinde wären, würde ich sie doch sehen. Mit meinem Adlerauge des Todes. Okay. Jetzt aber schnell Reise. Wie, es geht wieder nicht. So. Ist das ein Tagebuch? What? Achso, dieses Tagebuch. Diese Art von Tagebuch also. Erstmal zu den Stellen. Und dann zur Dämmerwacht reisen. Ich habe auch erst zwei Masken. Grüne und die hellblaue. Aber das ist völlig okay. Denn die anderen Masken kann ich mir auch mal noch später holen. So, von hier aus kommen wir jetzt zur Dämmerwacht. Ja, die Zweiklinge. Um die ranken sich auch viele Mythen und Legenden. Aber was sie wirklich sind, bleibt unentdeckt.
Da ist er auch schon, die Dämmerwacht. Mal gucken, was da so geht jetzt. Was unsere nächste Mission ist. Hat sie ja bestimmt gleich gesagt. Ich glaube, wir können hier rum. Kommen wir schneller zum Eingang. Naja, ist ja mal eine kleine Abkürzung gewesen. Dubidu. Dämmerwacht. Ich und du. Hallo, bin wieder da. Ja, bitte. Nein, danke. Da ist ein ewig langer Weg. Ah, ich hätte auch, glaube ich, vorne reingehen können. Egal. Vielleicht gibt es heute noch frisches Blut. Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Frag mich nicht, warum. Aber mit, Vampiren hatte ich jetzt hier nicht gerechnet. Alter, warum machen die denn so viel Schaden auf? Das will mir nicht ganz einleuchten. Wo sind denn die stark? Also relativ stark. Okay. Da war so unsichtbar und tot. Boah, Alter, der hat einen coolen Rüstungseffekt. Was ist los mit dir? Seht euch das an. Ich hätte wissen müssen, dass es nur eine Frage der Zeit war, bevor sie uns finden würden. Das ist der Preis, den wir für unsere großzügige Rekrutierungspolitik zahlen. Wir müssen unsere Verteidigungslinien verstärken. Ich nehme nicht an, dass ihr gute Nachrichten für mich habt. Natürlich. Warum habe ich etwas anderes angenommen? Na gut, sagt mir, was ihr wisst. Die Vampire haben nach einer Frau gesucht, die in der Tubhöhle eingeschlossen war. Eine Frau, da drinnen gefangen. Das ergibt keinen Sinn. Wer ist sie? Und viel wichtiger, wo ist sie? Sie wurde zurück nach Hause und so habe ich sie zur Burg gebracht. Sie ist die Tochter eines mächtigen Vampirfürsten. Und so habt ihr sie ihnen zurückgebracht? Sie haben ebenfalls eine Schriftrolle der Alten. Sie was? Und ihr habt sie nicht dran gehindert. Ihr habt die Schriftrolle nicht an euch genommen. Dazu hatte ich nie die Gelegenheit. Niemals. Ihr könnt wohl von Glück sagen, dass ihr nicht tot seid. Oder noch schlimmer, einer von ihnen. Bei den Göttlichen. Schlimmer kann es kaum noch kommen. Das ist mehr, als wir beide bewältigen können. Ihr wollt, wir müssen etwas unternehmen. Natürlich müssen wir das. Ich bin vielleicht alt, aber nicht dumm. Wir werden einfach etwas Unterstützung brauchen. Wenn sie dreist genug sind, uns hier anzugreifen, könnte das eine größere Sache sein, als ich dachte. Mit mir kämpfen gute Männer, aber ich habe im Laufe der Jahre viele Leute getroffen und mit ihnen zusammengearbeitet. Wir werden ihr Geschick und ihr Talent brauchen, wenn wir das hier überleben wollen. Wenn ihr es schafft, sie aufzuspüren, haben wir vielleicht eine Chance. Wo finde ich diejenigen, die wir brauchen? Ihr kommt schnell zum Punkt. Das gefällt mir. Ihr seid anders als diese Idioten vom Orden. Wir sollten es nicht übertreiben. Wenn wir zu viele sind, ziehen wir ungewünschte Aufmerksamkeit auf uns. Wir sollten Sorine Jurat mitnehmen. Bretone, hochintelligent und eine gute Bastlerin. Von den Dwemern ganz besessen. Besonders von deren Waffen. Sie war draußen in Reach unterwegs. War sich sicher, dass sie die größte Zwergenruine aller Zeiten finden würde. Sie wird uns helfen? Vielleicht braucht es ein wenig Überredungskunst, aber ich denke schon. Ihr solltet außerdem Gunmar finden, ein wahrer Bär von einem Nord. Er hasst Vampire, fast so sehr wie ich. Vor ein paar Jahren hat er sich in den Kopf gesetzt, dass seine Erfahrung mit Tieren uns helfen würde, ganz besonders mit Trollen. Zuletzt habe ich gehört, dass der Himmelsrand auf der Suche nach weiteren Bestien durchkämmt. Bring die beiden hierher zurück, dann können wir gemeinsam einen Plan schmieden. Okay,
Hatte die Augen auf. Ich will looten. Loot, loot, loot. Loot, loot. Loot. Okay, mehr gibt's nicht zu looten. Okay. Wir besorgen uns jetzt Hilfe. Von... Negotiere Surin. Erstmal die. Und dann den anderen. Die andere. Je nachdem, den wir jetzt zuerst finden. Fucking egal. Endlich. Da lang müssen wir. Oder? Müssen wir da lang? Nein. Wir müssen genau in die andere Richtung. Wir müssen da lang. Okay. Kein Problem. Kriegen wir hin. Da ist ein Fuchs im Weg. Wow, nice getroffen. Nice catch, man. Nice catch. Die Ambos hätte ich auch mal verzaubern können mit Seelenfalle, ne? Egal. Ja, genau. Leck mich am Arsch, Drache. Kannst du jemand anders belästigen? Ich habe da keinen Lust drauf, dankeschön. Thema-Kreise. Alle nehmen? Ja. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Wer sind Sie? Ihr habt nicht zufällig einen Sack mit Wemerkreiseln gesehen? Doch, doch. Ich könnte schwören, ich habe ihn genau hier hingestellt. Vielleicht haben die Schlammkrabben ihn sich geholt. Hab neulich erst eine gesehen. Würde mich nicht wundern, wenn sie mir gefolgt wäre. Haltet doch bitte die Augen offen, ja? Isran? Will mich? Ihr hättet nie herkommen sollen. Also gut. Mal, jetzt müssen wir erst den blöden Drachen bekämpfen, oder was? Was ist denn los, ey? Okay. Wenn es denn so ist, dann ist es halt so. Fürs Drachen. Dann alles andere. Wenn der Drache mal herkommen würde, wäre das auch ganz nett. Blöder Frostdrache. Frostdrache gegen Schlammkrabbe. Wer da wohl gewinnt? Na komm, du blöder Frostdrache. Wir wissen doch alle, wie dieser Kampf ausgeht. Du bist kein legendärer Drache, du bist kein alter Drache. Du bist einfach nur ein billiger Frostdrache. Und eine Chance hast du nicht. Ich meine, du kämpfst gegen Schlammkrabben und sie besiegen dich fast. Beziehungsweise, ich habe dich besiegt, aber es ist ja das Gleiche. So macht man eine Schlammkrabbe fertig. Kann ich bitte deine Seele haben, Drache? Das wäre super nett von dir. Geht hier noch die Schlammkrabbe? Nee. Give me your soul, dankeschön. Jo. Nice hit. Ich habe so viele Drachen gesehen, weil ich einfach die meisten Schreie gar nicht benutze. Gar nicht benutzen will, wenn ich brauche. Dankeschön. Das will ich mir nicht mitnehmen, denn sonst habe ich zu viel Gewicht auf die Hüfte und das möchten wir nicht. So. Was geht ab? Was für ein Isran will mich. Nein, da müsst ihr euch irren. Das letzte Mal, als wir miteinander sprachen, hat er mir klargemacht, dass er meine Hilfe nicht braucht. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er seine Meinung geändert hat. Er hat mir einige verletzende Dinge gesagt, bevor er ging. Wie dem auch sei, ich kann mich über mein jetziges Leben nicht beklagen. Wenn ihr mich also entschuldigen würdet... Vampire? Wirklich? Oh, und ich vermute, jetzt erinnert er sich daran, dass ich ihm von 3 möglichen Szenarien berichtet habe, in denen Vampire über das Volk herfallen. Nun, was haben Sie vor? Ich
Damit hätte ich beim besten Willen nicht gerechnet. Interessant. Ich bin mir nicht sicher, was sie damit anstellen wollen. Aber in diesem Fall macht Isran sich wohl zu Recht Gedanken. In Ordnung, wenn's weiter nichts ist. Es kann wohl nicht schaden, zu erfahren, was eigentlich vor sich geht. Dann kann ich mich auch besser verteidigen. Aber ich kann nicht einfach zurücklassen, woran ich hier gearbeitet habe. Dazu ist es zu nützlich. Ich brauche mindestens einen intakten Dwemer-Kreisel. Also muss ich entweder meine von den Schlammkraben gestohlene Tasche finden oder mir von irgendwoher einen anderen Kreisel beschaffen. Ich habe 7. Ihr habt nicht zufällig einen dabei, oder? Ich habe 7. Vielen Dank. Das ist nicht viel, aber er wird mir bei einem Teil meiner Forschung von großem Nutzen sein. Wo soll ich mich laut Isran hinbegeben? Zur Dämmermacht! Ah, er hat seinen geheimen Unterschlupf ausgebaut, nicht wahr? Bin neugierig, was er draus gemacht hat. Sobald ich hier fertig bin, mache ich mich auf den Weg. Wir sehen uns dort. Mhm. Okay, die restlichen Dämmerkreise brauchen wir da wohl nicht mehr. Bitte schön, du kannst sie alle haben. Interessiert mich nicht. Okay, jetzt der andere noch. Und der ist... da. Hönigstrandhöhle. Da direkt in der Nähe. Direkt da bei der Hönigstrandhöhle rechts vorbei und in, ist alles cool. Naja, Arkai. Ne? Arkai, kennen wir alle. So. Ach, hier ist er auch schon. Hallöchen. Ihr da! Ja. Bleib stehen! Warum? Ich habe diesen Bären jetzt schon 2 Wochen lang verfolgt. Dem wird niemand mehr zum Opfer fallen. Isran? Er und Hilfe? Das hätte ich nie für möglich gehalten. Er ist leider ein paar Jahre zu spät dran. Er bedeutet mir nichts mehr. Ich habe Wichtigeres zu tun. Außerdem kommt er bestens allein zurecht. Das hat er mir selbst versichert. Wobei sollte er schon Hilfe brauchen? Vampire? Das könnte die Lage ändern. Erzählt mir ausführlich, was los ist. Bei den 8. Nun hör zu. Ich denke darüber nach. Aber ich kann diesen Bären nicht noch mehr Unschuldige töten lassen. Wenn das erledigt ist, werde ich vielleicht erfahren, was Isran von mir erwartet. Ich kümmere mich darum. Dübidübidübidübidübidü. Wo ist der Bär? Wo ist der Bär? Ach du. Mit dem hast du ein Problem. Das ist doch der reinste Kuschelbär. Achso, wir müssen hier noch rein. Okay, ich meine, das kann ja nicht so schwer werden. Du ein Streitkolben, ich ein Streitkolben. Und dann hauen wir den Bären da mal richtig auf die Mütze. Wer Putzi kann mir nichts anhaben. Nein. Ah, jetzt habe ich Eisenpfeile aufgenommen, glaube ich. Egal, die wiegen nichts. Alle Dude, die wiegen nichts. Ich weiß nicht, wie ich es alleine geschafft hätte. Gar nicht. Ich danke euch. Ihr habt mir geholfen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Herauszufinden, was Isran will. Er ist noch immer bei Stendas Stern, nicht wahr? Nein. Hä? Achso. Natürlich. Er arbeitet schon viele Jahre daran. Lässt keinen rein. Seine eigene kleine Festung. Tja. Jetzt werde ich ja sehen, was er die ganze Zeit über getrieben hat. Wir sehen uns dort. Jo. Kehre zu Isran zurück. No problemo. Mi amigo. Isran, wir haben deine Kumpels gecatcht. Und jetzt, was geht jetzt ab? Was geht? Oh, ich hasse diesen endlos langen Weg. Kann ich nicht? Gibt's nicht einen Schleichpfad? Es gibt doch bestimmt einen Schleichpfad hier, oder? Bäm! Heute gibt's gebratene Hasenkeule. Mit Killcam.
Nice. So, und ich würde sagen, beim nächsten Mal, also ich werde jetzt noch die Quest hier abgeben und dann reicht es auch erstmal für heute. Und beim nächsten Mal werde ich dann mit Full Dedra auferstehen und den Vampiren den Arsch verdrehen. Oh, er hat hier ausgebaut. Verteidigungsanlagen, okay. Ich stelle einfach über die Mauer, ist mir egal. Ich meine, ich bin cool so. Moin sehen. Buri. Was wollt ihr, Echse? What? Wie hast du mich gerade genannt? Hast du mich gerade Echse genannt? Was soll das denn? Ich bin ein fucking Agonier. Ich bin verdammt cool und ich habe einen verdammt geilen Streitkolben. Und da liegt ein verdammt toter Vampir. Idiot. Legt sich mit uns an. Also ist ja wirklich lachhaft. Isran, mein Kleiner. Ich habe deine Freunde. Sag mir, was zu tun ist. Und dann tun wir es. Come on. Wow. Also gut, Isran. Ihr habt uns alle hier versammelt. Was wollt ihr von uns? Halt, stehen bleiben. Was macht ihr denn da? Ich möchte sicher gehen, dass ihr keine Vampire seid. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Willkommen auf Festung Dämmerwacht. Ihr habt sicherlich schon gehört, womit wir es zu tun haben. Mächtige Vampire. Mächtiger als alles, was wir kennen. Und sie haben eine Schriftrolle der Alten. Wenn sich ihnen jemand in den Weg stellt, dann sind wir das. Das ist ja alles schön und gut, aber wissen wir denn irgendwas über das, was sie tun? Was machen wir denn jetzt? Dazu kommen wir noch. Jetzt macht euch erst einmal mit dem Lager vertraut. Sorine, für euch gibt es Platz, um an der neuen Armbrust zu arbeiten, die ihr bereits entworfen habt. Gunmar, ihr kümmert euch um die Trolle. Legt ihnen Rüstungen an und macht sie einsatzbereit. In der Zwischenzeit werden wir herausfinden, warum ein Vampir hier aufgetaucht ist und nach euch gesucht hat. Wir werden uns jetzt ein wenig mit ihr unterhalten. Okay. Dann gehen wir da einmal hoch. Aber ein Vampir hat sich nach uns erkundigt. Aber was für ein Vampir? Ich verstehe nicht, was damit gemeint ist. Ich meine, wir kennen keinen Vampir. Kein Vampir, der sich nach uns erkundigen würde. Und ist recht nicht hier. Also, was hat es damit auf sich? Nun, Leute, dies alles und mehr erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play Skyrim. Ich verabschiede mich für heute und bis dann. Ciao.